Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von heute wieder von Monstern verfolgt werden. Gar kein Bock. Wir sind zurück auf dem Schiff des Grauens mit einer weiteren Challenge. Doch bevor ich euch die Challenge erzähle, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr nicht gemacht habt, denn ansonsten werdet ihr, ich sag es, weil ihr es so gerne hört und weil es die Wahrheit ist, wer nicht liked und nicht abonniert, dem kacke ich vor die Haustür. Briefkasten ist vorbei. Vor die Haustür. Und wenn ihr dann rauskommt, tretet ihr rein. Dann stinkt euer Schuh den ganzen Tag. Merkt's euch. Aber kommen wir jetzt zur Challenge für das heutige Video, Freunde. Und zwar, also erstmal, ab dem Video nach dieser Folge, also ab dem nächsten Monstrum-Video, werden wir mit Mods arbeiten, wo wir dann auch teilweise von zwei oder von drei Monstern gleichzeitig verfolgt werden können. Das wird ziemlich wild. Aber ich dachte mir, wir machen vorher nochmal eine Classic-Challenge, wo wir heute... die wird übel. Die Challenge für heute ist nämlich, sobald wir eine Kamera auslösen oder das Monster uns sieht, müssen wir 2 Sekunden stehen bleiben. Damit eliminieren wir quasi unseren einzigen Vorteil, den wir in diesem Spiel haben. Und das ist der Vorsprung, den wir vor dem Monster haben, wenn wir wegrennen. Das heißt, wenn das Vieh uns sieht, müssen wir wirklich erstmal stehen bleiben und darüber nachdenken, was uns in diese Situation gebracht hat. Also Leute, zurück auf unserem Lieblingsschiff. Ich bin sehr gespannt, welches Monster wir heute haben. Ich hoffe, wir haben ausnahmsweise mal den Golem, dann wäre es wenigstens mal halbwegs entspannt. Wir haben erst 2 Monstrum-Folgen wieder hochgeladen und die waren beide direkt ziemlich unentspannt. Wir hatten direkt das Plitsche-Platsche-Vieh und dann das Geistvieh. Nicht cool. Oh Leute, was ich ganz vergessen habe, bevor wir in die heutige Runde starten, checkt auf jeden Fall meinen Merch-Store aus, falls ihr nicht gemacht habt. Sehr nice Hoodies, sehr nice Shirts. Ist garantiert für jeden was dabei, guckt auf jeden Fall mal rein. Und jetzt geht es los mit dieser Runde Monstrum, Leute. Wie gesagt, sobald wir spielen ganz normal Monstrum, aber sobald wir das Monster sehen, beziehungsweise sobald das Monster uns sieht, oder sobald wir eine Kamera aus Versehen auslösen, müssen wir halt erstmal 2 Sekunden stehen bleiben, bevor wir die Beine in die Hand nehmen dürfen. Mal sehen, was wir so für Gegenstände heute auftreiben können, sprich mit welcher Fluchtmöglichkeit wir überhaupt heute abdampfen werden. U-Boot, safe nicht. Auf U-Boot habe ich gar keinen Bock. Mit dem U-Boot abzuhauen ist ja schon eine Challenge an sich. Das muss man nicht mit noch einer schwereren Challenge verbinden. Moment, wo sind wir hier gerade überhaupt? Das ist... Warte mal, welche Deckseite ist denn das? Das ist aber unter den Kajüten sind wir hier, oder? Moment. Müssen wir umschauen. Ich hoffe wirklich, wir haben den Golem, ne? Ohne Scheiß, Leute, ne? Ich freue mich eigentlich immer, wenn die Runden nicht ganz so einfach sind, so, ne? Aber nach den beiden letzten... Nach den beiden letzten extrem unentspannten Runden würde es wirklich nicht schaden. Okay, da wäre schon direkt die Chainspool. Das wäre nice. Aber Helikopter wäre auch mal nice, ne? Aber nach den beiden letzten wirklich sehr unentspannten Runden... Was war das? Oh Gott! Oh warte, ich muss ja eigentlich... Ich muss... Scheiße. Mit Stehenbleiben war da nichts mehr, Leute. Aber er hat uns so oder so hops genommen. Als wenn er einfach direkt hinter der Ecke steht. Was ist denn das für ein Vieh? Aber das ist ja mal wieder typisch, Leute. Dann, wenn wir endlich mal den Golem als Gegner haben und quasi eine halbwegs entspannte Runde spielen könnten, steht er genau hinter der nächsten Ecke und wartet auf uns. Also, da hatten wir wirklich gar keine Chance. Dann sind wir auch noch in den Rauch reingerannt. Aber mal abgesehen davon... hätte ich die Challenge in dem Moment mit einbezogen und wäre nicht direkt in Panik weggerannt, wären wir so oder so draufgegangen. Richtig toll. Okay, wir schauen uns mal hier um, mal sehen, was wir jetzt als ersten Fluchtgegenstand quasi auftreiben können. Und mal sehen, wen wir jetzt als Gegner haben. Ich hoffe wieder den Golem. Im Golem kann man diese Challenge wenigstens halbwegs beenden. Was ist das? Ah, eine leere Thunfischdose. Ne, das brauche ich tatsächlich nicht. Was ist hier drin? Was Nützliches vielleicht? Nö, okay. Die Nützlichkeit der Räume hält sich heute aber auch in Grenzen, ne? Okay, was ist hier hinter für ein Raum? Ah, okay. Hier könnte vielleicht was Nützliches sein, wenn wir Glück haben. Aber sieht nicht so aus, als wenn wir heute Glück haben. Na toll. Ist ja richtig dreckig. Nur Mist liegt hier rum. Okay, was ist hier so? Die Eieruhr. Okay, die nehmen wir schon mal mit. Die kann man immer mal gebrauchen, wenn irgendwas ist, Leute. Wenn wir irgendeinen Raum aufknacken müssen oder mal eine Ablenkung brauchen. Eine Kamera. Oh, das war knapp. Hätten wir sie fast aktiviert, haben aber Glück gehabt. Gerade noch so drumherum gekommen. Okay, was ist hier drinne? Ein bisschen... Oh, der Helikopterschlüssel packen wir mal ein.
Vielleicht heute Flucht mit dem Helikopter, das wäre mal wieder was Neues. Dann können wir einfach auf und davon fliegen und dieses dreckige Schiff hinter uns lassen. Aber dafür brauchen wir den Bolzenschneider, ne? Bolzenschneider schwierig zu finden. Aber wir kriegen das schon hin. So, Moment, hier drüben war jetzt die Kamera, ne? Okay, warte, wir schleichen uns mal hier drunter vorbei. Komm, dreh dich, Kamera. Dreh dich. Dreh dich. Ja, sehr gut, dankeschön. Okay, was ist das hier für ein Raum? Ganz am Ende vom Gang. Auch nichts Sinnvolles. Okay, alles klar. Gut, aber wir haben den Helikopterschlüssel. Wir schauen jetzt mal. Wir brauchen ja dann noch zwei... Was war denn das für ein Geräusch? Wir brauchen dann noch zwei Kanister Sprit und den Bolzenschneider. Müssen wir halt irgendwie... Oh, müssen wir halt irgendwie irgendwo auftreiben. Wir werden gleich einfach mal wieder nach unten ins Schiff reingehen. Und vielleicht haben wir Glück und finden direkt in den Werkräumen den Bolzenschneider. Das wäre natürlich nice. Okay, Leute, die Kamera guckt jetzt als hier zur Ecke hin. Oh, jetzt nicht mehr. Okay, sie hat sich weggedreht. Warte, ich muss hier drunter. Chill, chill. Nein, nein, nein. Hat sie ausgelöst? Sie hat nicht ausgelöst. Oh mein Gott, ich wollte gerade schon stehen bleiben. Wegen der Challenge. Es ist der Golem. Aber wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist. Aber wir haben... Warte mal. Ist auf jeden Fall der Golem, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich gehe einfach mal weiter hier runter. Hallo Golem? Okay, er ist nicht hier. Keine Ahnung, wo er ist. Okay, er ist direkt über uns. Oh oh. Da war eine Treppe, ne? Wird Zeit zu rennen, Leute. Okay, ganz schnell weg. Zur anderen Seite vom Schiff. Nicht in den Rauch rennen. Okay, Gas, 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 Gas. Mach hier. Oh, er hat uns gesehen. Warte. Eins. Zwei, das müsste reichen. Macht's gut. Nein! Nein, ich hab mich... Mach zu, mach zu, mach zu. Alter. Ich hab mich gerade mit dem Golem eingesperrt. Wie dumm. Mach hier mal auf. Schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt aber weg hier. Jetzt aber Gas. Schnell, 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 schnell. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ist er noch hinter uns? Nee. Haben wir ihn abgehangen schon? Warte, hier geht's zum Maschinenraum. Da will ich nicht hin. Nein! Stopp, 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 stopp. Chill. Okay, wir haben ihn abgehangen, oder? Ja, wir sind ihn losgeworden. Okay, ist er hier rausgekommen? Guck mal, hier ist der Bolzenschneider. Wie kann man so viel Glück haben? Hallo? Wo ist er? Kollege Schnürschuh, Golem? Okay, warte, wir gehen nach oben. Ganz schnell nach oben. Okay. Wir sind hier auf dem Deck, wir gehen hier rum. Alter, hier war der auch schon überall drin, ne? Hä, heftig, hat er hier alles schon untersucht, der Golem. Okay, warte. Wir gehen nach oben zum Boot, Leute. Ruhig. Wir gehen nach oben zum Boot. Bis auf die Brücke. Da findet man am meisten Benzin. Weil wir brauchen jetzt... Nein, nein, nein. Nein. Oh, nicht ausgelöst. Ey, wie kann man so viel Glück haben? Unfassbar viel Glück heute, Leute. Warte, was ist... was kann ich jetzt wegschmeißen? Das hier brauche ich nicht mehr. Feuerlöscher brauche ich. Feuerlöscher müssen wir behalten. Okay, hier ist schon mal kein Benzin. Wir brauchen zwei Kanister, ne? Für den Helikopter. Okay, warte. Wenn wir Glück haben, sind die beide hier unten. Mit ein bisschen Glück sind beide... Okay, da ist einer. Warte, den hole ich mal. Okay, wir müssen aber irgendwo noch einen auftreiben. Okay, aber wir gehen erstmal jetzt zum Helikopter. Bereiten erstmal alles vor für die Flucht. Wir bereiten erstmal alles vor. Wir müssen die Benzinpumpe rausziehen, den Helikopter aufschließen und dann können wir schon mal einen Kanister Sprit reinkippen und alles weitere wird sich dann schon von selbst erledigen. Wir werden schon noch irgendwo einen Kanister finden. Hoffentlich. Ich höre ihn. Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist, Leute. Nein, eine Kamera. Boah. Schon wieder knapp der Kamera entgangen. Okay, wir laufen schnell zum Helikopter. So schnell wie geht. Warte, wir wählen schon mal den Schlüssel aus. Wir schließen das Ding direkt auf. So, Moment. Aber hier kann ich ja nicht hoch. Ich muss außen rum. Hier drüben rum. Okay, aber das... Ey, wie viel Glück wir heute haben. Wir finden alles direkt mega lucky. Okay. Mach auf die Bude. Zack. Okay, jetzt kann der Schlüssel... Der Schlüssel kann ja jetzt rein. Mach auf, mach auf, mach auf.
So, eine Kette durch. Komm, mach die Ketten kaputt. Noch eine Kette. Noch eine Kette. Und noch eine Kette, come on. Okay, sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir schauen, in welchem Container die Benzinpumpe ist. Aber da kommt jemand. Ich muss gehen. Ich muss ganz dringend gehen. Okay, warte mal. Ich kann den Helikopterschlüssel... Okay, der ist eh weg. Okay, wir gehen jetzt mal hier hinten ins Schiff rein. Wenn wir Glück haben, finden wir hier jetzt auch direkt noch einen Benzinkanister. Dann haben wir zwei und dann haben wir im Grunde genommen alles, was wir brauchen. Das wäre natürlich sehr, sehr easy und sehr, sehr lucky, wenn das jetzt passiert. Benzinkanister? Okay, ist schon mal... Was ist das? Ach, ein Radio. Brauche ich nicht. Okay, was ist noch so hier? Noch ein Raum? Benzinkanister? Nope. Ist hier noch irgendwas? Hier ist dann nur die Treppe. Was ist dahinter? Warte mal, die Sicherung dafür. Warte mal. Hier ist es. Warte. Die Sicherung hierfür benutzen wir einfach mal. Halb so wild. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches da drin. Die Sicherung brauchen wir eh für sonst nichts mehr. Aber vielleicht haben wir hier drin irgendwas. Okay, lol, noch ein Bolzenschneider. Hey, jetzt macht mich aber nicht lächerlich, ne? Ich brauche keine zwei Bolzenschneider. Okay. Wir brauchen aber noch einen Benzinkanister. Wir müssen jetzt weiter durch die Werkräume hier unten durchgehen. Alle durchkämmen. Bis wir noch so einen Benzinkanister haben. Hallo? Hallo? Wo sind denn die ganzen Werkräume? Gar nicht so viele Türen hier am Start heute. Er kommt. Mach mal zu. Nein! Boah, heute bin ich echt nicht gut im Verstecken, ne? Warte mal. Mach hier zu. Hier auf. Lass mich mal hier rein, bitte. Natürlich kommt er genau in die Tür hier rein. Verdammte Hacke. Okay, wir sitzen da beim Spind. Alles ist cool. Alles ist cool. Bitte guck nicht in meinen Spind. Guck am besten in gar keinen Spind. Hier versteckt sich niemand. Niemand sitzt im Spind. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, okay. Weg, 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 weg. Wir haben ihn abgewehrt. Gerade so. Jetzt aber ganz schnell los, Leute. Jetzt aber ganz schnell los. Eieiei. Okay, wir gehen einfach direkt zurück zum Helikopter. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier drüben hoch oder muss ich hier hoch? Ne, hier hoch. Okay. Warte, wir haben ja noch... Mach hier mal auf. Mach hier auf. Ist die Benzinpumpe hier drin? Nope. Mach hier auf. Ist die Benzinpumpe hier drin? Nope. Was ist das da? Keine Ahnung. Nicht die Benzinpumpe. Warte, wir suchen jetzt erst schon die Benzinpumpe, dann gehen wir weiter. Erst die Benzinpumpe suchen. Okay, hier ist sie. Sehr gut. So, das heißt, den Bolzenschneider brauchen wir auch nicht mehr. Easy game. Okay, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja. Ganz entspannt. Okay, hier hin. Okay, easy. So, du kommst mal her. Und da dran. So. Und jetzt können wir hier schon mal einen Kanister reinschütten. Schütt ihn rein. Oh, ist schon leer? Oh, das geht aber schnell. Okay. Kann ich jetzt schon pumpen lassen? Aber warte, ich suche erst nur den anderen Kanister. Und dann lasse ich das in Ruhe durchpumpen. Okay. Wir gehen jetzt nochmal nach hier drüben. Und gehen hier wieder in den Schiffsrumpf. Ich meine, hier sind ja auch noch Werkräume, wo rein theoretisch Benzin sein kann. Beziehungsweise Benzin kann ja rein technisch hier überall sein. Benzin versteckt sich hier an allen Ecken und Enden, davon mal abgesehen. Aber bei meinem Glück, hier ist jetzt auch wieder keins. Ja, natürlich nicht. Hier ist nur eine Kamera. Was ist hier drin? Eine U-Boot-Batterie. Safe auch kein Benzin. Ohne Kamera. Nein, 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 nein. Nein, warte, jetzt müssen wir stehen bleiben. Aha, aha. 2 Sekunden stehen geblieben. Muss los, Bruder. Moment. Ich tausche nur kurz meinen Feuerlöscher aus, weil der hier hat es bald hinter sich. Und jetzt gehen wir mal nach hier unten. Oder wir gehen noch eins runter. Keine Ahnung, wo der Golem ist. Der wird jetzt erstmal zur Kamera gelockt, denke ich. Hoffe ich. Moment, wo sind die? Wo sind denn hier die ganzen?
Moment, wo bin ich denn hier? Die Werkräume sind nach hier, ne? Ist hier einer? Ja, hier war ich schon drin, ne? Kein Benzin hier. Okay, Moment. Und noch eins runter kann ich hier nicht, ne? Wir können jetzt hier höchstens... Ah, pass auf, mit dem Golem machen wir das. Mit allen anderen Monstern würde ich das nicht machen. Aber solange wir den Golem haben, können wir ruhig mal in den Maschinenraum hier hinten reingehen. Hier gibt's auch Benzin. Okay, Leute, ich höre ihn schon. Er ist schon hier bei uns, aber egal, ich suche jetzt hier weiter. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier im Maschinenraum auf jeden Fall Benzin auftreiben können. Hier sind so viele kleine Räume und so, wo sich sowas drin versteckt. Okay, hier schon mal nicht. Ist hier irgendwas Nützliches? Nö. Okay, Moment, hier ist aber noch ein Raum. Machen wir auf die Bude. Komm schon, wir brauchen nur einen Benzinkanister. Ich dachte gerade kurz, dass hier ist einer, aber es ist keiner. Warte, hier sind noch mehr Räume, oder? Warte. Warte, wo ist er? Moment, kann man hier nicht noch eins runter? Ja, da drüben kann man noch eins runter. Moment. Er ist noch nicht hier. Er ist noch nicht ganz unten. Okay, chill, 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 chill. Kann ich hier rein? Nee, der Raum ist kaputt. Hier kann man rein. Mach auf. Mach zu. Auch kein Benzin. Kann man sich hier verstecken? Kann man, aber nur hier. Warte. Hier? Jupp. Ich muss hier rein. Hat er das gesehen? Das war knapp. Oh oh. Leute, ich ahne Böses. Ey, es wird doch jetzt nicht an einem Benzinkanister scheitern. Mach nicht den. Safe guckt er hier rein, oder? Bei meinem Glück. Gar keinen Bock. Geh einfach weiter. Alter, er ist immer noch hier drin. Hä? Als wenn er so auf Krawall gebürstet ist heute. Oh, waren das Spinte? Ich glaube, er hat irgendwas geöffnet. Geh da raus. Come on, geh raus. Einfach raus. Ja, er geht raus. Sehr gut. Okay, wir sind ihn nochmal losgeworden. Okay, Leute, aber jetzt stecken wir natürlich hier unten fest, quasi mehr oder weniger mit dem Golem. Wir werden es aber hier raus schaffen. So, was hat er denn hier geöffnet? Hat er hier irgendwas geöffnet? Es klang so. Hier ist ein Rucksack. Den nehmen wir mal mit. Schadet nichts. Okay, der Golem ist da hinten. Ich werde ihn jetzt, pass auf, das geht nicht anders. Ich muss das so machen, ansonsten schaffen wir es nicht hier raus. So. Auf geht's. Komm ruhig, Kleiner, komm. Okay, er ist ganz schön schnell. So, aber warte, wir sind auf dem Weg hier weg. Wo ist er denn? Keine Ahnung, wo er ist. Ist auch egal, ist auch egal. Wir müssen los. So. Hier rum. Warte, wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Okay, wir gehen wieder nach oben. Nach ganz oben. Beziehungsweise, nee, bis hierhin reicht. Okay. Und jetzt müssen wir nochmal, wir müssen jetzt wirklich nochmal auf der anderen Schiffsseite alle Werkräume durchkämmen, weil ohne den zweiten Benzinkanister haben wir keine Chance abzuhauen. Und in diesen Werkräumen ist es nur mit Abstand am einfachsten, die Benzinkanister aufzutreiben. Es ist eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier drüben noch irgendwo ein Raum ist, in dem wir noch nicht waren, wo wir einen Kanister drin finden. Bin mir ziemlich sicher. So, Moment, hier waren wir schon überall auf der Ebene, nicht wahr? Yes. Hier haben wir schon alles durchsucht. Das ist gut. Waren wir hier auch? Leute, hier geht's zur Treppe. Wenn es hier zur Treppe geht. Okay, wir gehen noch eine Ebene runter. Das ist aber die letzte Ebene. Hier sind wir jetzt schon beim U-Boot. Hier beim U-Boot kann aber rein theoretisch auch ein Benzinkanister spawnen, oder? Oder bin ich komplett quer? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, sieht nicht so aus, ne? Nope, nope. Was liegt hier so? Kein Benzinkanister. Okay, aber hier draußen haben wir ja auch eine Menge Werkräume. Die werden wir jetzt mal alle unter die Lupe nehmen. Okay, da ist schon mal nichts drin. Das ist das U-Boot. Und hier? Come on, come on, come on. Oh, verdammt. Okay, haben wir noch einen Werkraum? Ja. Einen mit Benzin drinne? Nein.
Oh mein Gott, Leute, das kann doch nicht sein. Oh, das gibt's doch nicht, als wenn hier nirgendwo Benzin ist. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, Leute. Wir müssen uns in die Containerlandschaft reinbegeben. Also hier in diesen Untergrundbereich aus Containern. Weil hier drin kann sich auch Benzin verstecken. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich hasse es hier. Das ist so eine, wie sagt man? Sehr unkalkulierbar, was hier passiert. Wenn das Monster auf einmal vor dir auftaucht, weil du nicht richtig aufpasst, hast du ein Problem. Ne? Sagen wir es mal so. Aber hier drin kann man auf jeden Fall auch Benzin finden. Müssen wir jetzt hier wohl mal suchen. Okay, Moment, wir gehen mal eine Ebene höher. Eine Ebene höher. Okay. Aber ich meine, das Gute ist halt am Golem, den hört man ja. Ha? Da ist er schon. Der Dicke. Wo ist er? Ist er über uns? Unter uns? Das ist halt jetzt das Problem hier, ne? Kein... Der könnte sich rein theoretisch überall verstecken. Und während wir uns hier bewegen... Hier ist die Luftpumpe. Lol, ich habe hier noch nie die Luftpumpe gesehen. Während wir uns jetzt hier bewegen, könnte er jederzeit irgendwo stehen und warten. Und wenn wir gerade hochklettern oder gerade in der Animation vom Klettern sind, kann er uns einfach hops nehmen. Das ist ganz, ganz easy. Okay, wir gehen weiter hoch. Aber hier oben kann man nichts mehr finden in den Containern, ne? Hier ist Ende. Scheiße. Oh, Leute, ich habe eine Kamera ausgelöst. Warte. Stehen bleiben, stehen bleiben. Okay. Das sollte reichen. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, hier jetzt noch irgendwo einen Benzinkanister aufzutreiben. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Alles andere haben wir für unsere Flucht. Wir müssen wortwörtlich wirklich nur noch Benzin in den Helikopter füllen. Lol, habe ich die gerade auch noch ausgelöst? Ups. Okay, sollte reichen. Warte mal. Oh nein, er kommt. Ich muss mich erstmal verstecken. Ich muss mich erstmal kurz hier verstecken. Okay. Boah, wenn er uns auch das nächste Mal findet, ist auch Game Over, ne? Wir dürfen auch nie vergessen, dass die Monster hier immer, immer schlauer werden. Desto länger wir spielen, desto schlauer werden die Mistbiester. Okay, aber er entfernt sich wieder. Okay, er kann ja wohl nicht so schwer sein, irgendwo noch einen Kanister zu finden. Okay, er ist immer noch hier in der Nähe. Ich höre ihn sich immer noch bewegen. Ich mache hier aber jetzt mal zu. Gar keinen Bock auf den Typen. Warte mal. Ich schaue mal kurz hier in die ganzen Duschen rein. Was ist das da? Ach, nur eine Flasche. Okay. Da liegt die U-Boot-Batterie. Ja, moin. Hätten auch einen Benzinkanister hinlegen können. Hätten mir mehr geholfen. Okay. Hier ist der Security-Raum. Wir gehen mal rein. Benzin? Kein Benzin. Okay, aber der Golem ist hier irgendwo. Hat er mich gesehen? Scheiße, warte. Eins. Zwei. Müssten 2 Sekunden gewesen sein. Keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Mathe. Lass mich mal hier runtergehen. Und hier lang? Moment, ist er schlauer als wir oder ist er nicht schlauer? Nö, ist er nicht. Okay, hier ist die Treppe. Oh, er ist doch ganz schön schlau. Knappe Sache. Da war er auf jeden Fall gerade ziemlich nah dran. Okay. Warte, dem Raum war ich noch nicht. Aber hier ist auch kein Benzin. Verdammt. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, was ich auch machen soll. Ich habe keine Ahnung, wo man noch Benzin finden kann. Oh nein, Leute, er kommt von da unten hoch. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Oh, knappe Sache. Er hat uns fast gehabt. Wow, okay. Ey, ich habe ihn nicht gesehen. Er wurde auf einmal getriggert, weil er unter uns war und uns durch das Loch gesehen hat. Ganz, ganz üble Geschichte. Ach ja, ja. Ist er hinter uns? Oh ja, er ist hinter uns. Aber wie eklig das auch aussieht, wenn er durch den Gang herankommt, ne? Echt nicht cool. Wirklich nicht cool. Wo ist... Hier ist gar nicht die Treppe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hier ist der Raum mit der Chainspool. Toll, toll, toll. Warum nicht der Raum mit dem Benzin? Oha. Boah, der hat es auf jeden Fall eilig gehabt. Na? Nein, er guckt hier rein, oder? Guckt er hier rein? Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. 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 Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Als wenn er uns genau in die Ecke wirft, wo wir nicht abhauen können. So ein Käse.
Okay, Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, das war's für diese Challenge. Wir haben uns wahrlich jetzt genug mit dem Golem rumgeärgert. Wir hatten ihn witzigerweise tatsächlich genau zweimal hintereinander. War auf jeden Fall eine ganz coole Challenge, wenn man wirklich nochmal stehen bleibt, damit das Vieh sich noch näher an einen annähern kann. Gar kein Bock. Macht nicht so viel Spaß. Es ist wirklich am Ende quasi an einem Benzinkanister gescheitert. Keine Ahnung, was da los war. Sonst finden wir die Dinger wie Sand am Meer. Und heute haben wir nicht mal zwei gefunden. Ansonsten wären wir safe abgehauen. Aber naja, sollte heute nicht so sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Monstrum-Videos verpasst. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und in der nächsten Challenge werden wir dann ein bisschen mit Mods arbeiten, wo wir dann wirklich von mehreren Monstern verfolgt werden können. Hey, das macht's bestimmt noch besser. Aber wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.